Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dota 2. Ich habe mir heute Unterstützung geholt von The Line. Hallo. Hallo. Ja, du hast genauso, also du hast ein bisschen mehr Ahnung als ich, weil du schon LOL gespielt hast. Ja, ein bisschen. Ja, das heißt, ich kann jetzt die ganze Zeit sagen, wenn du besser bist als ich, haha, du hast einfach geübt heimlich so. Das würde ich jetzt nicht so sehen, aber ja, ich wollte bestimmt einen Helden spielen, das finde ich dir natürlich nicht. Ich weiß nämlich nicht, ja, wie der heißt. Verdammt. Das ist schlecht. Beschreib ihn mal. Ja, ich wollte diesen Zwergensniper spielen, aber ich weiß natürlich nicht, wie der Name ist. Oh Gott. Ich muss jetzt erstmal meinen habe ich gefunden. Ich habe gefunden, der heißt einfach Sniper. Wäre zu einfach gewesen. Ja, ich will den Shadow Shaman, weil ich mit dem gemerkt habe, dass ich damit ganz gut klarkomme. Also bisher. Mal gucken, wie es heute ist. Es ist natürlich jetzt wieder so, ne, Vorführeffekt. Oh, ja, ich sollte ja vielleicht auch beitreten. Ich habe sogar ein Item für den. Direkt? Ich habe für ja schon mal ein bisschen gespielt und ich habe für den ein Item. Ach, schön. Ich habe keins. Ne, von wegen Anfänger. Du willst dich nur über mich lustig machen oder so? Nein. Ich versuche natürlich nebenbei ein bisschen zu gucken, dass ich zumindest die richtigen Items baue und die richtigen Sachen skille. Deswegen habe ich mal kurz mir nebenbei einen Guide aufgemacht. Oh, da redet schon jemand in-game. Headshot. Das höre ich gar nicht. Ich höre das immer nur ganz leise. So, richtige Items. Okay. Kann man wohl nicht so viel falsch machen. Moment, was ist das für ein Item? Ring of Protection soll ich kaufen, meinen die. Okay. Also ich halte mich an diese empfohlenen Gegenstände in-game. So schlecht war das bisher noch nicht. Jetzt stürzt sich jemand anders auf die Route. Rune. Not enough gold. Okay. Wo bist du eigentlich? Ich wollte dich auch gerade fragen. Ich war noch beim Einkaufen. Ach, du shoppst schon wieder, so 3 Stunden lang. Ja, es tut mir leid. Ich bin jetzt Bot, warte mal, dann geh mir mal Top, weil Top ist niemand. Okay, dann. Aber sollten wir mal schnell machen. Ah, ich bin auf dem Weg. Ja, ich auch. Also, du bist nicht auf der Seite der Map. Ja, irgendwie sind alle nach unten gerannt. Ich weiß auch nicht warum. Die wollten direkt jemanden töten. Glaube ich. Ja. Weiß auch nicht. Also irgendwie. So, wo bin ich denn? Da bin ich. Jetzt kommst du sogar noch vor mir an. Ah ja. Siehst du? Und ich hab's dann geshoppt. Ja, ich mach jetzt ganz kurz nochmal in der Mittellane mit und komm dann hoch. Ah, jetzt höre ich auch jemanden. Ja, da hat irgendwann Russisch gesprochen, glaube ich. Ah, oh, das ist natürlich. Sehr hilfreich. Da können wir uns schlecht verständigen, ja. Wie ist denn das überhaupt mit dieser Sprachübertragung? Werden wir jetzt auch gerade übertragen? Nee, das kannst du einstellen. Normalerweise ist Push-to-Talk an. Und wenn man. Man kann es auch einstellen, dass es sozusagen wie im Teamspeak oder so eine Mikrofonaktivierung ist, wenn man spricht. Ah, okay. Na dann. So, ich bin gleich da. Da bin ich. Hallo. Sehr schön. Ich muss jetzt richtig mal Level up machen. Hab ich das richtig genommen? Nein, natürlich nicht. Verdammt. Den eigenen Kopf benutzen, nicht nur Guide gucken. Ja, ich habe keinen eigenen Kopf benutzt und habe dann nach dem Guide zumindest das Falsche genommen. Ja gut, ich sollte vielleicht, also ich habe den Charakter jetzt auch schon ein paar Mal gespielt, ich habe noch kein einziges Mal einen Guide gelesen. Das macht's auch nicht besser, das gebe ich auch zu. Also, jetzt kommt dieser teuflische Regen ja von dir, jetzt muss ich gar nicht mehr ausweichen. Ja. Das ist so ungewohnt, normalerweise haben das immer die Gegner, ich weiß auch nicht. Ich kann den, wow, der Turm hat eine große Reichweite. Ich dachte, hier, ich stehe schön außerhalb der Turmreichweite, kann dem ein bisschen Schaden machen. Nee. Ja. Bei Mittel hinein sind wir wenigstens noch nicht, glaube ich. Also wir spielen gerade gegen mittelschwere Bots, weil wir uns nicht so mehr zutrauen. Oder ich besser gesagt. Ich habe ihn denied. Jawohl. Was drückst du, um zu denied? Ah, und dann Linksklick. Ach, Linksklick. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum das nicht geht. Ich habe nämlich das mit dem A nachgelesen. Und drückt dann aber Rechtsklick drauf. Also das muss ich sagen, das kenne ich zum Beispiel von LOL schon. Das A und Linksklick ist dann greift er den nächsten Gegner von der Mauszeiger an. Dadurch läufst du auch nicht rein als Fernkämpfer.
Also du verhinderst sozusagen das daneben klicken und reinlaufen. Ja gut, ist das praktisch. Weil manchmal hat man sonst das Problem bei solchen Spielen, dass man knapp neben den Gegner klickt und dann rennt man plötzlich zum Nahkämpfer zum Beispiel hin. Was man meistens nicht will. Ja gut, das verstehe ich, ja. Way, level up. So. Nein. Geh weg. Schön warten, bis die Creeps wieder da sind. So. Achso, ja, du hast ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, ne? Stelle ich dir deinen Link dazu natürlich in die Beschreibung. Ja, das gleiche mache ich natürlich dann auch. Ja. So. Ja, das ist bei mir eher nicht immer unüblich, dass jemand, mit dem ich spiele, auch einen Kanal hat. Also, wenn jemand die andere Sicht dann sehen will, falls wir uns irgendwie mal trennen. Ja, wir werden uns bestimmt früher oder später trennen, weil ich werde bestimmt früher oder später sterben. Ja, hoffentlich nicht. Vielleicht schaffen wir es ja mal ohne Sterben durchzukommen. Das wäre super. Das wäre immer das Ziel gegen mittlere Bots ohne Sterben. Aua. Das ist aber auch ein gutes Ziel. Also, jetzt wo ich mir das so ein bisschen gerade am Vornehmen bin, bin ich der festen Überzeugung, dass es nicht funktionieren wird. Was ist das eigentlich? Achso, das erhöht meine Range. Okay. Das ist ja ganz praktisch. Bam. Und ich habe keinen Mana mehr. Dass der am Anfang so wenig Mana hat, das ist so nervig. Nein, nicht reinlaufen. Halt dich schön fern. Sonst war es das dann auch bald mit nicht sterben. Verdammt, ich bin immer ein Stück zu langsam. Es ist echt. Diese langsame Angriffsanimation ist super anstrengend. Ich glaube, es ist nur eine Frage der Gewöhnung, oder? Kann sein. Oh. Geh weg. Baum essen. So, irgendwie, wenn die Creeps dann halt den Gegnern hinterher rennen, ist halt blöd, weil dann ist unsere Turmdeckung hinüber. Mhm. Oh oh. Sprach's und rannte selbst in den Turm. Verdammt, ich hab das Ding glaube ich nicht hinbekommen. Jetzt hört doch mal auf dem. Weg. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt sollen die noch. Creeps sollen nochmal aufhören, hinterher zu laufen. Ist doch mega anstrengend. Ich glaube, die greifen ihn dann an, wenn er uns angreift, oder? Hat er dich angegriffen? Irgendwas hat mich angegriffen. Weil mich nicht. Das ist halt auch bei den gegnerischen so. Achtung. Ach Gott. Wieder Baum essen. Zum Regenerieren. Ha. Es ist ja. Nochmal erwischt. Ja, ich kann nicht weit schießen. Das ist eine meiner Fähigkeiten. Ein bisschen snacken. Da. Kann hier so, kann ich ihn treffen. Ich kann, glaube ich, weiter schießen, als mein Bildschirm groß ist, was ein bisschen merkwürdig ist. Du brauchst eine höhere Auflösung? Nee, ich habe Full HD, also weiß nicht. Ja, und wieder 4, weg. 54? Was war das denn für eine Ansage? Ich habe keine Ahnung, was die manchmal von uns wollen. Aber wenn ich schon dabei bin, weil ich ja keine Ahnung habe, danke für die ganzen Kommentare, auch die Tipps und den Guide und sowas. Ich habe in manches schon reingeguckt, aber auch noch nicht in alles. Es gibt einfach viel zu viel über Dota zu lesen, ja. Ich weiß auch nicht. Ja, das ist extrem. So. Ich hätte auch überlegt, ob ich mal twitchen soll und dann dann direkt live vor Ort Hilfe bekomme von all den lieben Menschen da draußen. Bisher, ich wurde ja nicht gehatet. Ich hatte so damit gerechnet, dass wenn ich ein Anfängervideo hochlade, dass dann bestimmt 10.000 Kommentare kommen von wegen, ja, wenn du es nicht kannst, lass es besser. Also passiert nur, wenn man männlich ist. Das kriege ich jetzt. Das hatte ich mir auch schon überlegt, ob das so ein Helferding ist dann so, oh, sie ist weiblich und sie macht Mimimi und oh. Da müssen wir jetzt ein bisschen. Was hab ich denn jetzt gekriegt? Ich glaube, das ist irgendwas Böses auf dir, kann das sein? Irgendwie die Ultimate ja. Oder so Gegner? Es zockt mir irgendwie Leben ab. Hört es irgendwann auf? Ja, okay. Ja, jetzt hat's aufgehört. Das ist doch auch gemein, oder? Dass das Frauen dann geholfen wird und Männer werden dann gnadenlos niedergeprescht. Ja, aber so ist die Gesellschaft halt. Ah ja, so ist unsere Welt. Oh, ich will ihn gar töten.
Noch mal Baum essen. Jetzt haben wir hier mal gut Luft gemacht, ne? Ja, ich den einen so schön erwischt hab. Ich hätte ihn gern getötet, aber ich bin erst Level 5. Verdammt. Ja, Gott, ich habe auch noch meine Ulti noch nicht mal. Wenn ich meine Ulti habe, kann ich so jemanden dann töten, also. Dann mache ich 320 Schaden auf ganz viel Reichweite. Okay. Und den Turm haben wir ja auch schon über die Hälfte. Schon mal nicht schlecht. Okay, jetzt kommen sie beide wieder. Natürlich schlecht. Wie sieht's denn bei denen aus? Die haben aber auch beide. Oder einer? Ne, haben beide noch keine Ulti. Nice, das war erwischt. Hab ich den erwischt? Jupp. Jawohl. Der war einer, den habe ich niedergeschossen und den hast du erwischt. Habe ich jetzt den Kill geklaut? Nein, nein, alles cool. Ich hätte den nicht gekriegt. Ich habe nicht so viel Schaden auf einmal. Ich muss noch mal irgendwie. War schon Teamwork, ja. Ich muss mal irgendwie nebenbei einkaufen. Ah ja, stimmt. Wow. Ich habe nämlich 2000 Gold. Ja, ich auch, ja. Oh. Ja, jetzt habe ich meine Ulti. Perfekt. Nee, ich habe auf den anderen gezielt und das hat ja so Streuschaden. Ja. Und ich habe nur durch den Streuschaden erwischt. Das ist irgendwie übergesprungen, ja. Ja, voll gut. Ja, vielleicht wird es doch noch was mit dem Nichtsterben. Aber wir sind ja auch noch relativ am Anfang. Oh oh. Okay. Oh, okay. Dann mal allein weitermachen. So, nochmal einen Baum essen und dann müssen wir irgendwie nebenbei einkaufen. Ich habe jetzt schon eingekauft. Ich bin sogar schon bringen lassen. So, was sagen die denn? Was ist denn Chor? Irgendwie ein Blinkdagger? Okay, der hier schon mal gar nicht drin ist. Und das Ding. Ach, du liest jetzt erstmal einem schlauen Guide, ne? So ein bisschen, ja. Ja, gut, das sollte ich auch machen, ja. Ich zieh dich nur damit auf, weil ich mich schuldig fühle, dass ich für meinen Char noch nicht geguckt habe. Ist ja nicht so schlimm. Hab ich! Bam! Jawoll! Sehr schön. Jetzt hab ich bloß kein Mana mehr für noch so ein Ding. Also nochmal sollte es nicht passieren. Du machst aber auch viel Schaden mit dem. Ja, das läuft schon ganz gut. Und dafür habe ich jetzt überhaupt kein Mana mehr. Also rechne nicht damit, dass ich irgendwie hilfreich bin die nächste Zeit. Wow. Wir sind ja voll OP, ich weiß auch nicht. Hast du den Kurier wieder zu dir geholt, oder? Was hab ich mir geholt? Du hast doch eingekauft, hast du die Items schon bekommen? Ja. Okay, dann kann ich ja den Kurier jetzt gleich benutzen. Ach verdammt, jetzt läuft jetzt jemand hin. Also sieht man auch mal rechts unten, ne? Jetzt zum Beispiel gerade, dass der schon jemanden einen Auftrag hat. Neben dem Kurierzeichen ist jetzt so ein Pfeil mit einem Dingens. Wenn du da jetzt draufklickst, unterbrichst du das dann? Ja, wenn ich den jetzt zu mir hole, unterbreche ich das. Ja, da bin ich ein Arschloch. Oh, dann habe ich das, glaube ich, schon ein paar Mal auf das Ding gemacht. Also man kann das unterbrechen, sag ich mal so rum. Wenn du deine Meinung bist, du krass wichtiger, dann... Ne? Wow! Was machst du denn hier? Geh weg! Boah, ich brauche dringend Mana, das geht ja gar nicht. Sollte mir mal so ein. Oh, okay, jetzt müsste ich den sogar zum. Nochmal, der Secret Shop ist doch hier eigentlich. Naja, doch, ein Stückchen der ist weg. Also, ich muss ihn jetzt erstmal zum Secret Shop schicken. Ja, der ist doch weiter unten. Der ist doch da. Ja. Bin ich. Der hätte vielleicht meine Items mitbringen können, verdammt. Wenn du den Hab ihn jetzt zum Secret Shop geschickt. Ja, aber der hatte ja noch nicht bei mir. Meine Items sind noch in meinem Stash, also in meinem Lager. Ach so, Lager. Oh, Entschuldigung. Ich hab die noch nicht reingelegt. Okay. Ja, dann, Nicht so schlimm, okay. jetzt ist er beim Secret Shop. Jetzt ist zu spät, ja. Beschütz mich mal, ich muss einkaufen. Ich greif den ihren Tower hier oben an. Das ist aber auch langsam eine größere Reichweite, kann das sein? Ja, ich kann den Tower angreifen, ohne dass er zurückschießen kann. Ah, The Pop hat geredet, hat man gerade rechts gesehen. Mhm. Unser Kurier ist tot. Ich glaube, oh, das ist unser Kurier getötet gerade. Kann das sein? Ja.
Und jetzt? Neuen Kurier kaufen. Na, der respawnt jetzt in einer Minute 50 oder was? Sieht so aus, ja. Du solltest aber vielleicht doch mal zurück und dich nachrüsten so ein bisschen, weil ich habe jetzt zumindest ein paar Gegenstände. Aber ich will nicht zurücklaufen, das ist so weit. Oh, oh, oh. Boah, das war's, aber... Aber wir haben beide bekommen. Echt? Jupp. Ich hatte da gar keine Zeit mehr drauf zu achten gerade. Ja, dann Schlangen haben einen gefressen und der andere ist auch in die Schlangen reingelaufen und dann habe ich noch ein bisschen draufgehauen. Ja, sehr gut. Ja, gut. Jetzt immer noch blöd, dass die nicht mitlaufen. Aber gut, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen arg stark. Ich wollte sagen. Aber guck mal, ich kann von hier auf den Turm schießen. Der kann nicht zurückschießen bei mir. Ey. Das ist ja schon ziemlich krass. Oh, Achtung, da kommt jemand. Nee, egal, ich schieb weiter auf den Turm. Ein Mana. Oh, oh oh. Ist das von dir? Das, nein, definitiv nicht. Okay. Das ist aber auch eine gute Waffe mit dem Regen da. Oh, ich glaube, ich muss sollte langsam mal wieder irgendwie mehr Leben bekommen, ja. Oh, wir haben ja noch einen. Jetzt ist noch ein Dritter hier irgendwie gekommen. Ja, immerhin. Ich kann jetzt aber auch halt gerade eigentlich fast nichts machen, um Leben zu kriegen. Ja, aber gut. Hast du nichts mehr zum Essen, ja? Nee, gar nichts mehr. Und der Bote ist weg und überhaupt. Aber ich glaube, da ist noch ein Shop. Hier links oben. Ah ja, stimmt. Achtung, 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 Achtung. Au. Okay, das tut weh, da sollte man nicht drin bleiben. Und du kannst jetzt keine Sprüche mehr machen, ne? Ja, genau. Das hatte ein anderer Char auch schon. Also hier ist, glaube ich, in so ein nee, dann geh ich mal Shop dahin. Für zwischendurch. Dann shoppe ich da mal für zwischendurch. Okay, jetzt haben wir einen fliegenden Kurier. Benutzt ihn noch jemand? Ja, ich habe jetzt gerade ein... Oh, ja, du wolltest ja zuerst... Nee, mach mal. Aber die habe ich doch jetzt schon gekauft. Nee, das legt er mir ins Lager, wenn ich hier kaufe. Okay, das ist natürlich doof. Ich dachte, man kann hier ganz normal kaufen. Du darfst nicht von deinem vorgeschlagenen Items, du musst rechts den Sideshop-Items, das musst du kaufen. Was? Du hast doch jetzt die vorgeschlagenen Items und rechts daneben das, was der Shop eigentlich anbietet. Nee, ich hab links Sachen und ich habe rechts Vorschläge. Okay, ich habe rechts in der Seite zwei Sachen. Einmal, da steht einmal drüber Sideshop und einmal vorgeschlagene Items, so zwei Teile. So, jetzt probiere ich mal, was passiert, wenn ich hier sowas kaufe, so ein Town Portal. Wenn ich aus dem Sideshop kaufe, kann ich das Town Portal benutzen. Okay, warte mal. So, das nutze ich jetzt gleich mal, um zurück zu porten, wenn ich schon mal dabei bin. Dann ist das wahrscheinlich das bei mir links, oder? Nee, das kommt auch ins Lager. Moment. Also irgendwo müsste vorgeschlagene Item stehen. Das ist falsch. Davon darfst du nicht kaufen. Ja, ich habe jetzt davon Mana-Trank gekauft und der ist in meinem Lager. Aber jetzt habe ich links auf der anderen Seite nicht vorgeschlagen, habe ich jetzt was gekauft. Und jetzt ist es auch im Lager. Okay, ich verstehe es nicht. Also, ja, nee, guck dir das später mal an. Dafür habe ich den Kanal, weißt du? Das ist gar nicht irgendwie... Weil ich es cool finde zu YouTuben, sondern nur, damit ich hinterher Leuten zeigen kann, so sieht es bei mir aus. Das ist es bei mir. Ja. So. Jetzt habe ich aber doch eine ganze Menge beim Kurier auch bestellt. Ah, der rennt schon hinter mir her. Ja, dann sollte ich vielleicht. Genau. Warum habe ich denn jetzt noch einen Kurier gekauft? Du hast einen Kurier abgegradet auf fliegend. Nee, habe ich nicht. Ich habe einfach noch so einen Esel gekauft. Oh, wo ist, toll. Wo ich schicke ihn mal nach Hause. Ach, jetzt haben wir zwei Kuriere. Nice. Ist doch auch nicht verkehrt. Also, kann man doch bestimmt verwenden. Wir sollen vielleicht mal in der Mitte helfen oder so, oder? Jana, glaube ich, gerade ziemlich kaputt gemacht. Ich gehe da mal hin. Also, du bist da oben ein bisschen alleine. Ja, okay, da stirbt in der Mitte. Oh Gott, ich muss ganz kurz mal an die Seite, weil meine Aufnahme nimmt nicht mehr auf. Oh. Zu schlecht. Das ist super schlecht. Woran liegt's denn? Oh. Ich habe natürlich nicht gewechselt zur freien Festplatte. Ungünstig. So,
So. Ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich hoffe, es war nur eine kurze Unterbrechung. Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Alles, was ihr bisher verpasst habt, könnt ihr beim lieben Line nachsehen. Das ist immer der Vorteil, wenn man zu zweit aufnimmt. Ja. Wenn es nicht gerade bei beiden schief geht. Ja. Oben sind drei, ne? Okay. Ich pushe kurz die Mitte raus und dann komme ich. Ja. Na, brauchst du schon gar nicht mehr, glaube ich. Jetzt okay. Löst du so ein bisschen auf. Die machen sich jetzt gerade auf den Weg irgendwo hin. Ich glaube nach unten, zu mir nehme ich. Na. Keine Mana, weniger Mana kosten. Will ich jetzt hier hochlaufen? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich hier hochlaufen will. The enemy's bottom tower has fallen. Hab ihn! Jawohl! Gib ihm schon Schaden! Hau drauf! Hab ihn auch! So macht's Spaß, ne? Ich steh einfach dahinter und hau drauf! Das ist der Vorteil. Au! Pass auf! Aua, aua, aua! Ne? Du solltest da, glaube ich, auch weggehen. Ich würde sehr gerne, aber... Okay, ich hab's... Oh Gott, ich hab's überlebt. Ich hab sie! Patsch! Hab ich denn das jetzt überlebt? Keine Ahnung, ich hab draufgehauen und sie ist weggerannt. Glaube ich. Sehr gut. Oh. Gott, ich wollte auch mal... Ich kaufe mir mal kurz wieder einen Town Portal, weil ich habe jetzt 2300 Gold. Ja. Den sollte ich eigentlich. Nein. Kann man den Leuten Geld geben? Keine Ahnung. Das hätte ich vielleicht mal auf Agilität umstellen sollen. Und jetzt muss ich mal hier zurück. Ach. So. Was soll ich denn hier kaufen? Wie ist okay, unterwegs? Das soll ich irgendwie kaufen. Daran habe ich mir schon einen Teil gekauft. Ein Ultimate Orb. Aha, Secret Shop. Okay, ich muss zum Secret Shop. Und mir einen Ultimate Orb kaufen. Mach mal das doch. Regeneration. Also bis jetzt haben wir alles überlebt. Auch wenn es manchmal ein bisschen knapp war. Ja. Aber irgendwie, einer von denen kann, glaube ich, das Leben irgendwie tauschen. Was ziemlich fies ist, wenn der Gegner wenig Leben hat. Leben? Ach so, mit das, dir dann, oder wie? Das sieht irgendwie so aus, oder zumindest macht er viel Schaden und heilt ihn heilt dabei. Was ein bisschen kacke ist. Hä, ich habe Sachen gekauft und in meinem Lager gehabt und der Kurier sagt, ich habe keine Gegenstände in meinem Lager. Wo ist denn das jetzt hingekommen? Kann das jemand anders genommen haben über den Kurier? Wenn es ein Kurier ist, glaube ich schon. Oh. Naja, solange es unser Team ist, ist mir egal. Huhuhu! Alles kaputt machen! Jawohl. Also ich will ja nichts sagen, aber du hättest dich ruhig an schwere Bots rantrauen. Ja, jetzt wo ich einen Helden habe, der mir mehr liegt, ja. Hätte ich wahrscheinlich tun können. Na gut, das wusste man ja vorher nicht. Also, ich sag mal so, wir haben heute mal ein Testspiel gemacht und da lief das nicht so gut gegen mittlere Bots. Ja gut, Lisa ist dann nicht ganz deins, ne? Ja, vielleicht muss ich auch anders spielen. Ich habe den vielleicht einfach ein bisschen zu aggressiv gespielt am Anfang. Bam, 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 bam. Wir müssen aber jetzt gleich wiederkommen, ne? Ja, da hinten ist es schon der erste. Oh, oh, da will ich nicht ran. So, das war ein Double-Kill für mich? Oh, cool. Gut zu wissen. No. Ja, ich mache einfach alles kaputt und du bist auch dominating. Okay. Ja, läuft. Yay. Ich bin dominating und fast tot. Also, diesmal läuft's.
Okay, wir können dann vielleicht doch mal die schweren Bots nehmen. Okay, ich bräuchte jetzt mir mal Town Portal und. Ach, der fliegt gerade zurück, dieser blöde Dings. Wir machen ja gerade so ein bisschen Ende. Gefühlt. Ja, nee, das kann auch nochmal nach hinten losschlagen. Weil bei uns sind ja alle jetzt schon angeschlagen, wenn die sich gerade regenerieren. Aber ihr könnt es auch fertig machen. Ich kann nur jetzt gerade wirklich nicht mitkämpfen. Sonst war es das mit No. Rot heute. Ja, vielleicht machen wir das auch noch ein andermal lieber. Oh Gott! Wo kommt der denn her? Gut, dass die Bots. Jetzt sind meine Gegenstände da, toll. Gut, dass die Bots nicht so wahnsinnig schlau sind. Your middle tower is under attack. Hast du vielleicht einfach bloß dein Stash oder so zugemacht? Also das Fenster? Ja, die sind jetzt irgendwie angekommen, aber das ist eh blöd, weil ich habe jetzt gar kein... Your middle tower is under attack. Also ich muss jetzt zur Basis zurück. Ach, verdammt. Hab aber Geld für den Secret Shop. Also, na gut, ich beam mich da gleich nochmal hin. Soll ich mehr Attack Speed machen? Aber wahrscheinlich, oder? Wenn du dich zu langsam fühlst. Ja, wenn ich schon mal beim Secret Shop bin, kann ich mir auch das Attack Speed Item kaufen. Gibt's beim Secret Shop? Nein. So. Town Portal gibt's da nicht. Ich muss also wieder hier hochlaufen. So. Huhu. Er legt mir aber auch, wenn ich im Secret Shop Sachen kaufe, die zu viel sind, legt er mir die automatisch in mein Lager. Ja, wenn die zu viel sind, ja. Wenn die zu viel sind, richtig. Kannst du mit dem Lager dann, glaube ich, tauschen, oder? Ne, kannst du nicht. Verdammt! Dann kann ich mir gar kein Ding jetzt kaufen. Okay. Okay, da oben geht's jetzt schon wieder ab. Oh, ja. Oh. Gehört die zu uns, die da rennt? Ja. Ja, die gehört zu uns, die da rennt. Die Frage ist... Your middle tower is under attack. Komm her! Nein. Ja. Sieh, ich nehme mich mit. Wuhu! Nur eingekriegt. Ich habe aber auch super wenig Cooldown auf die Ulti. Das ist krass. Na, ich habe 150 oder so. Ich habe irgendwie 10 Sekunden darauf, die kostet zwar Haufen Mana, aber 10 Sekunden Cooldown auf so eine Super Range Ulti ist schon ziemlich fett. Ist schon geil, ja, auf jeden Fall. Ja, guck mal, jetzt geht's machen was. Also. Überrennen die doch gerade. So ein bisschen. Ja, wir sind schon in der Base. Okay. Ja, cool. Oh. Ja, so viel zu, wir sind ja schon in der Base. Ja, doch, mit dir sollte ich häufiger spielen, das funktioniert. Ja. Ja. Ach, die Russen freuen sich ja auch irgendwie so. Im Murtalin? Wer war denn im Murtalin? Achso. Bist du nicht gestorben? Nein, ich bin nicht gestorben. Du doch auch nicht. Ich auch nicht. Wir haben die Quest geschafft. Ich hatte sogar die meisten Kills im Spiel. Ja, du hast ja ordentlich gerockt hier, aber ich habe immerhin gut supported. Ja, ich glaube, mein Char ist auch ein bisschen Supporter, denke ich. Hoffe ich einfach. Möchtest du noch eine Abmoderation machen? Ja, nee, wir sagen natürlich ganz anständig Tschüss. Ich würde sagen, wir wiederholen das einfach mal irgendwann. Vielleicht gibt es dann ja noch einen dritten, vierten, fünften im Bunde. Ne? Mhm. Das Spiel lässt sich ja mit ein paar mehr Leuten spielen. Vielleicht kriegen wir ja wirklich so eine tolle Crew und dann in einem Jahr bin ich selbst bei so einem Dota E-Sport Event. Ja. Ja, bestimmt. Ja, und gewinnt da irgendwie $311.000. Das wäre so cool. Ja. Ne, also ihr seht, ich habe Pläne. Okay, wie sieht der Trainingsplan nochmal aus? Ja, du weißt das zwar noch nicht, aber du wirst ab jetzt mit mir jeden Tag 8 Stunden lang spielen müssen. Ja. Den Vertrag kenne ich nicht so. Schicke ich dir noch zu. Ja, nächstes Mal weißt du es dann. Das ist schon okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.